So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal CBS. Heute unterwegs in Battlegrounds. Das ist ein neues Spiel, was ich mir runtergeladen habe. Und zwar ist es so, in dem Spiel müssen wir hier überleben. Ja, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an. Ich habe noch nicht lange gespielt. In dem Spiel geht es eigentlich darum, zu überleben. Am Anfang fangen wir halt an, Aufwärmen runter, das sieht man ja gleich. Und dann kriegen wir richtig Action. Das heißt, wir müssen nachher gegen knapp 90 Leuten spielen. Das Spiel kann man auch spielen mit 2 Leuten oder mit 4 Leuten. Wir spielen das Spiel gerade momentan solo. So, dann mit der V-Taste können wir hier in die Ego-Perspektive wechseln oder wieder in den Third Person. So sieht das Ganze dann aus. Mit der F-Taste sammeln wir ein. Und wenn wir jetzt hier mit der rechten Maustaste können wir dann ranzoomen oder wie gesagt dann halt so. Oh, nachladen. R-Taste ist nachladen, wie immer. Wie gesagt, das ist Aufwärmrunde. Dann gibt es noch verschiedene Rüstungen, die man finden kann, Waffen, die man finden kann und so weiter und so fort. So, hier gehen wir raus aus der Ego-Perspektive und gucken uns die ganze Map mal an. So sieht die Map aus. Nachher sehen wir hier einen Kreis, das werde ich gleich noch genauer erläutern, wie das Ganze funktioniert. Zuerst müssen wir erstmal warten, wir müssen gleich auf die F-Taste drücken oder wir warten erstmal noch ein bisschen. Denn wenn wir jetzt nach hinten rausschauen, sehen wir dann gleich die ganzen Leute raushüpfen. Da sind sie auch schon. Die ganzen Verrückten springen jetzt schon raus. Ich warte noch ein bisschen, bis wir ungefähr hier in der Mitte sind. Denn da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, was zu machen. Die Frage ist halt nachher nur, wo der Mittelpunkt noch ist von dem ganzen Schlachtfeld. Ich hoffe nicht zu weit weg. So, dann gucken wir mal raus aus der Buchte. So, wir können natürlich schnell runter, wir können natürlich die ganzen Charakter steuern, so wie wir wollen. Mit der F-Taste lösen wir einen Fallschirm aus. Wir wollen aber mal gucken, dass wir ein bisschen weiter nach da hinten kommen. Denn wir müssen jetzt erstmal hingehen und die Gebäude looten, sage ich jetzt mal. Denn da liegen überall Waffen drin, Rüstungsgegenstände und so weiter und so fort. Mal gucken, ob wir hier eine Punktlandung hinkriegen. Wenn ihr nicht rechtzeitig drückt, dann geht das alles automatisch mit der Taste. Dann zieht er automatisch irgendwann selber den Fallschirm, also da braucht ihr keine Angst haben. Und naja, mal schauen, wie es jetzt hier. Und wir landen jetzt mal hier auf dem Ding, auf dem Grundstück hier. Und das können wir laufen. So, sieht das Ganze noch aus. Ja, so, und jetzt können wir mal auf die Map gucken. Ja, startet noch nicht, okay. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, erstmal Sachen zu sammeln. So, hier überall liegt Munition, Waffen, Cappies und so weiter. Granaten. Natürlich müssen wir auch Rucksäcke finden, weil sonst können wir irgendwann nichts mehr tragen. Oh, hier liegt eine schöne M4, die nehmen wir mit. Die AK-47, die nehmen wir auch mit. Dann haben wir wenigstens schon mal was für die Entfernung. Ja, alles nachladen. So, dann gehen wir mal nach oben, gucken wir, was hier abgeht. Wie gesagt, ihr müsst halt hier looten und so weiter, damit ihr nicht ohne Waffen gegen die Kollegen. Eine Brille, eine Gasmaske, die nehmen wir auch mit. Hier ist noch ein Medipack. So, bis jetzt bin ich noch nicht weit gekommen, die ist jetzt wirklich immer von hinten rücksichtslos erschossen. Aber na, guck mal, vielleicht schaffen wir es ja mal, dass wir hier ein bisschen weiter kommen als so 5 Meter. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist der Kreis. Ja, und hier ist nachher der Punkt, wo wir alle kämpfen müssen. Oder was heißt, wir können ja auch jetzt schon kämpfen. Das heißt, wir müssen aber erstmal in die Richtung laufen. Denn in 3 Minuten. Wenn ihr da rechts seht, über der Minimap links davon, an der Ecke, ist ein Timer. Und sobald dieser Timer aktiv ist,
wird dieses ganze Ding ja kleiner und wenn ihr dann in dem Bereich seid, dann werdet ihr sterben. Das heißt, wir müssen ungefähr, also wir müssen zumindest schnell, das heißt schnell nicht, aber zumindest aufpassen, dass wir wieder rücksichtlich erschossen werden und halt versuchen dann in die Mitte zu kommen. Am besten halt immer gucken, wo es halt das nächste Gebäude ist. Zum Beispiel hier ist jetzt eins, da könnte man jetzt mal darüber laufen, hier in die Ecke. Ja, dann können wir auch rennen. Unten links seht ihr, wie viel noch übrig sind, besser gesagt oben rechts. Könnt ihr auch nochmal gucken, wie viel übrig sind. Das heißt, insgesamt sind noch 81 Leute am Leben. Oh, jetzt haben wir rote A. Also dieses Ding hier, was jetzt rot ist, das wird jetzt bombardiert. Das heißt, wir müssen ja mal schnellstens raus aus dem Bereich. Da fliegen jetzt Flash-Granaten hin. Deswegen verpissen wir uns mal aus dem Bereich hier. Und versuchen mal hier in den Kreis reinzukommen. Es gibt auch Autos, ja, also irgendwelche Vehikel, Buggies oder sonstigen Krimskrams. Die kann man natürlich auch finden. Dann kommt man natürlich noch schneller voran. Boote gibt es für die Flüsse, um Flüsse zu überqueren, wie das hier zum Beispiel. Schutzwesten gibt es hier, sieht man selbst ganz gut, wie es bombardiert wird im Bereich. Und wenn natürlich da unsere Granate, und wenn wir da das natürlich stehen und die Granate kommt um die Ecke, dann sind wir natürlich schon auch im Arsch. Und wir wollen aber erstmal noch ein bisschen Equipment sammeln. In der Hoffnung, dass wir noch eine Schutzweste finden und so ein Zeug. Rucksack wäre natürlich auch nicht schlecht, können wir mehr mitnehmen. Schrotflinte, die brauchen wir gerade nicht. Hier ist ein Armeehelm. Den nehmen wir mal mit. Es gibt natürlich auch Module, die könnt ihr natürlich auch einbauen in die Waffen. Hier ist ein Rucksack zum Beispiel. Stufe 1 Rucksack. Hier sind jetzt zum Beispiel ein Modul. Wenn wir jetzt in die Tab-Taste gehen und hier rüberziehen könnten, dann könnten wir das Ding jetzt hier einbauen. Können wir aber momentan nicht, weil wir keine Waffe dazu haben. Wir brauchen unbedingt noch Rüstungsteile. Gucken wir, wo wir es finden hier. Hier ist noch ein Modul, hier ist noch AK-47 Munition. Hier ist wieder Schrotflinte, da haben wir eine Pistole, ja, haben wir auch. Okay, das reicht erstmal. Jetzt haben wir hier hinten, da ist noch ein Helm. Motorradhelm, den brauchen wir nicht. So, hier haben wir natürlich Module für die Waffen. Ja, dann gehen wir mal gucken, ob wir was haben für die Waffe. Ne, das ist nichts. Hier zum Beispiel könnten wir jetzt hier das Ding draufbauen. Hier, also die Erweiterung für die Pistole. Das passt nicht, das kann man eigentlich rausschmeißen. So, Verband. Das brauchen wir auch nicht. So. Wollen wir jetzt an. Genau. So sieht es dann aus. Wenn wir in die Ego-Perspektive gehen. So, was haben wir hier noch? Oh, was ist das denn? Nehmen wir natürlich mal mit. Natürlich müssen wir immer ganz genau zuhören, ob jetzt irgendwelche Leute gerade hier um die Ecke rumflitzen. Das ist nix. Vielleicht was? Nee. Da brauchen wir auch nicht rein. So, wie sieht es denn mit dem Kreis aus? Wir müssen hier in die Mitte ungefähr. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Kreis sich wieder verkleinert. Noch eine Gasgranate, hier hätten wir noch eine Kampfhorste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann müssen wir aber auch mal gucken. Die Sachen, wenn das Spiel natürlich vorbei ist, sind sie natürlich wieder weg. Müssen wir beim nächsten Spiel wieder von vorne anfangen zu sammeln. So, ein Auto steht jetzt hier nicht rum, was wir nutzen könnten.
So, dann rennen wir mal ein bisschen weiter in die Mitte. Mal gucken, wir müssen natürlich überall mal gucken, dass da irgendwo einer rumläuft. Hinten können wir mal hingehen. Also wenn ihr so die normale Taste drückt und dann nochmal, also ihr müsst zweimal die rechte Maustaste klicken, um in den Zoom reinzukommen. Also erster Zoom ist so, dann drückt ihr nochmal und dann seid ihr drin, ne? In diesem Pointer-System. So, hier gehen wir mal kurz hier rüber. Schauen wir mal, ob da noch was ist. Hier seht ihr zum Beispiel den blauen Kreis. Ja? Das seht ihr, wie er immer kleiner wird. Und wenn man dann nachher da hier oben mit drin steht, dann ist man natürlich irgendwann tot, weil man dann einfach nicht mehr hinterherkommt. Deswegen sollte man immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Na, wo wirft er das ab? Das Flugzeug wirft natürlich auch ab und an mal so Überlebenspakete raus. Ah, da ist nur wo. Wahrscheinlich wieder der Hügel. Was haben wir denn hier noch? Hier ist eine Schutzweste, eine Polizeiweste Stufe 1, die nehmen wir natürlich. Hier ist eine Nahkampfwaffe. Aber kein großes Gebäude. Gut, da müssen wir hin. Da müssen wir aufpassen, da ist wieder ein Bombardement angesagt. Wir rennen mal da hoch, würde ich sagen. Noch 53 Leute sind noch übrig. Davon sind wir auch einer. Oh, wir müssen natürlich aufpassen. Falls hier irgendwo einer rumflitzt. Hier ist auf jeden Fall schon einer gewesen. Da ist die Tür offen. Ich dachte, wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger rumlaufen. Molotow Cocktail nehmen wir natürlich auch mal mit. Schuhe nehmen wir auch mit. Luftklappen. Aha. Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Auto. Hier fährt irgendwo einer. Rauchgranaten brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay. Hier gibt es nichts mehr, ist schon alles leer geräumt. Ich würde mal sagen, wir verpissen uns hier mal wieder raus aus dieser Bude hier. Gucken wir mal, was hier noch ist. Oh. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, ja. Wie ihr seht, bin ich jetzt in dem Bereich drin, wo es blau ist, deswegen. Wollen wir mal schnell nichts hier raus aus dem blauen Bereich. Aber es gibt noch einen Stufe 3 Rucksack. Motorenschuhe. Aha. So, dann gehen wir mal weiter. Aber das brauchen wir nicht. Auch nicht. Brauchen wir alles nicht hier. Alles nicht zu unseren Waffen. Und dann verkrümeln wir uns mal in den nächsten Bereich. Wie gesagt, ihr müsst ja auch manchmal aufpassen, ihr müsst halt immer genau hinhören, wo gerade irgendwer rumlaufen kann.
Dasselbe Spiel selber finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ist relativ lustig. Aber ich würde mal sagen, das macht bestimmt mehr Spaß, wenn man zu zweit oder zu viert spielt. Wenn es dann hier Teamgefechte gibt. Wo man sich halt auch gegenseitig den Rücken decken kann. Hier war gerade einer. Der ist abgehauen. Wir müssen aufpassen, nicht dass er uns abknallt. Ich glaube, der hat sich verkrümelt. Na, hüpf doch darüber. Verpisst. Und dann flitzen wir mal schnell da hoch. Wie sieht die Map aus? Okay. Wir sind im guten Bereich oder im grünen Bereich, da können wir ein bisschen schneller. Und das nächste Flugzeug, was ist das denn? Da hinten. Noch 38 noch im Leben. Es gibt dann natürlich auch Painkiller und all so ein Zeug, also so Medikamente, die kann man sich einwerfen, dann hat man mehr Life. Auch nicht schlecht. Selbst habe ich die nur sehr selten gefunden. Selten ist das Medipack, was auch immer da kommt darunter. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkommen rechtzeitig. Wir gucken mal hier, was hier noch drin ist. Rucksack Stufe 1. Das brauchen wir nicht mehr, das ist schon, haben wir schon besseres Zeug. So, wo müssen wir da jetzt hin? Wir müssen hier runter. Wie ihr seht, ist der Kreis schon ziemlich klein geworden. Das heißt, die Spieler werden immer mehr gezwungen, in engere Räume zu kämpfen. Und das macht natürlich auch das Spiel nachher auch aus. Was natürlich dann auch Spaß macht. Hier muss das Bombardement sein. Um hier noch irgendwo rechtzeitig sich verstecken. Wenn ihr mit einem Auto zum Beispiel, ja, das ist auch ganz interessant, einen Unfall baut und das Ding überschlägt sich 20 Mal,
Dann kriegt ihr ja sogar Schaden ab. Das heißt, ihr müsst beim Autofahren auch ziemlich gut aufpassen. Hier ist noch eine Magazinerweiterung. Und so wie ich jetzt mein Glück kenne, werde ich bestimmt gleich hier von Bomben abgeschossen. Da kommen sie auch schon. Wo meine Mama ist vorbei. Hier ist noch ein Haus. Da wollen wir mal ein bisschen reingehen, bevor wir hier weiterkämpfen. Wir müssen natürlich immer gucken, nicht dass hinter uns auch gleich einer kommt. Hier hätten wir jetzt noch eine Jacke. Hier ist nichts drin. Dann kommen wir wieder raus. Hier haben wir eine. Oh, hier ist eine Munition für meine. So, wenn wir jetzt hingehen und können wir das hier reinziehen, zack, dann haben wir hier schon was Besseres. Warte mal, die Kanone mal nach. Ja, muss man mal aufpassen, nicht, dass wir hier. Beschlachtet werden. Na super. Ja, das ist der Nachteil. Man sieht einfach die Gegner nicht. Die meisten bleiben dann irgendwo liegen und warten dann nur noch. Leider haben wir es jetzt nicht wirklich weiter geschafft, aber ich bin schon ziemlich nah rangekommen. Wenn wir jetzt natürlich tot sind, können wir natürlich nicht mal ins Spiel reinjoinen. Das heißt, das Spiel ist vorbei. Ihr kriegt natürlich dann auch so genannte Credits, was auch immer das sein soll. Dann gehen wir mal raus aus dem Match und dann sehen wir dann auch, was wir mit den Credits kaufen können. Wie gesagt, das Spiel wird wahrscheinlich mehr Spaß machen, wenn man es mit mehreren Spielern spielt. Oder besser gesagt, mit mehreren Kumpels. Dann kann man sich wenigstens auch mal ein bisschen den Rücken frei halten. Weil so läuft man eigentlich nur in irgendwelchen Hinterhalts. Beschuss rein. Das ist natürlich dann meistens ziemlich auch so schön. So, und zwar ist hier euer insgesamtes Konto und dann könnt ihr natürlich hier reinklicken und dann seht ihr, bei 700 könnt ihr euch so eine Kiste kaufen. Da sind dann irgendwelche Sachen drin. Was genau, das sind eigentlich nur Klamotten, soviel ich weiß, wo ihr dann nachher anziehen könnt. Ja, so. So viel zum Thema Battlegrounds. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe zwar jetzt keinen gekillt in der Runde hier, aber wie gesagt, das Spiel sieht so ganz interessant aus. Wie gesagt, hier könnt ihr natürlich dann Team machen, Team Solo oder Duo oder ein Squad. Und dann geht ihr auf Play und dann könnt ihr mit einem Kumpel spielen. Und naja, Statistik habt ihr natürlich auch. Ich bin natürlich nicht hier der Oberkracher. Ja, ich bin hier sehr, sehr weit unten vom Ranked noch. Ich bin bei 983.000. Und naja, egal, wie auch immer. Das Spiel macht auf jeden Fall einen heiden Spaß. Ich muss mal mit meinem Kumpels hier, werde ich mal auch mal ein Let's Play machen, wenn wir mit mehreren Leuten spielen. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal dabei, wenn es dann heißt Battlegrounds. Momentan ist es noch in der Alpha oder besser gesagt in der Beta. In der Beta ist das noch. Das Spiel kostet momentan noch 30 Euro. Ich denke mal, das wird irgendwann mal mehr werden, wenn es dann mal irgendwann weiterentwickelt ist. Und naja, wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in Battlegrounds oder in Tommy Clay's Rainbow Six oder WoW oder was auch immer ich noch spielen werde in den nächsten Tagen. Und dann bis dann, euer Zebe. Ciao, ciao.